Grab mal hier durch für mich, bitte. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Und hier errichten wir bitte mal eine Geheimtüre. So komme ich nämlich auch dahin. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. So, so komme ich auch an die an das Gold, jedenfalls so von der Seite und an das Gold. So ein Krampf. Also ja, das ist die letzte Mission und oh. Wie konnte ich das Casino vergessen? Da wird das mal einer sagen. Erst einmal die Arena wieder. Ein Vampir groß machen. Friedhof aus dem Grab gestiegen. So. Und jetzt ein Casino errichten. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Machen wir den Trainingsraum noch etwas größer und hier kommt dann das Casino rein. So. Ich hätte jetzt schon fast wieder, habe jetzt schon wieder genug Mana, um Horny mal hier randalieren zu lassen. Das mache ich, glaube ich, sogar, sobald hier neue Helden. Werkstatt ist zu klein. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ah, wenn meine Werkstatt zu klein ist, mal machen wir sie mal etwas größer. Aber die Bibliothek müsste groß genug sein. Hoffe ich mal. Okay, das ist jetzt ein Grund, Horny zu rufen. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Jetzt könnt ihr euch mit Horny prügeln. Wie die alle Angst vor Horny haben. Das ist ja schon fast ein bisschen doof, dass die Angst vor Horny haben. Vor allem, weil er sie mit einem Schlag umnutzen kann eigentlich. Euer Zauberspruch Gold erschaffen wurde verbessert. Unglücklicher ist eine Jungfrau, weil sie mal wieder keinen Schlafplatz haben. Was ist denn jetzt das Maximum? 25 Geschöpfe. Ein Vampir wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ja, jetzt macht Horny noch die Tür auf. Oder macht ihn da drin so kaputt. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Meine Güte. Los, mit Gebiete ein. Jetzt haben wir nämlich gerade etwas Ruhe. Wo ist denn Horny gerade? Horny mal raus aus meinem Dungeon. Jetzt brauche ich ihn nämlich gerade nicht mehr. Aber Gold kann ich immer gebrauchen. So, das Gold hier abladen. Und dann mal kurz ein Erdbeben. Euer Zauberspruch Inferno wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Dann schnappe ich mir mal Imps, die nichts zu tun haben. Oder was zu tun haben, was nicht notwendig ist gerade.
Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Gleich verkaufen. Und dann einmal hier rumgraben, bitte. So. Damit können wir dann das Heldenportal auch der Geschichte zuschreiben. Dann geht's nur noch gegen die Königsfestung da oben. Da oben wird der König wahrscheinlich irgendwo hinter super vielen Kanonen. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Barrikaden sich verstecken. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann ist was. So. Dann frage ich mich, wo was es hier gibt. Ein Gangsystem. Ich buddel da mal rein. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. So. Nur noch das fehlt und dann ist der Heldeneingang auch Geschichte. Gut gemacht. Ihr habt das Aufmarschgebiet und die Zugangsroute der Helden vernichtet. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Das ist genau, wie ich es wollte. Und hier ist auch irgendein komisches goldenes Gebiet. Können wir auch mal reingraben. Während ich darauf warte, dass ich wieder genug Mana habe, kann ich nicht ein paar... Na genau, die beten ja schon fleißig für mich. Kann ich nicht alle meine Magier zum Beten abstempeln? Ah ja, kann ich. Es ist Zahltag. Das ist schön, dass Zahltag ist. Obwohl, das ist weniger schön, da werde ich wieder einen Haufen Geld los. So, ich denke mal, ich schnapp mir mal irgendwas Stärkeres. Oh, das ist schon ziemlich. Der Salamander ist schon ziemlich stark. Kümmere mich mal kurz um ein paar von den Kanonen. So, eine Kanone weg. Ach du Heilige. Was ist das hier für ein Ort? Seht euch das an. Das sind ja aber ordentlich Kanonen. So, noch eine Kanone. Und wenn ich so auf der Hälfte der Lebenspunkte bin, ziehe ich mich mal kurz zurück. Heile mich mal. Und mach dann ein bisschen weiter. Weil je weniger Kanonen, umso besser. Jetzt kann ich mich mal kurz zurückziehen. Kurz heilen. Und wieder die Symbiose rein. Währenddessen sammle ich schon mal Mana, dass ich Horny rufen kann. Dann kann er da in die Burg mal latschen und ein bisschen randalieren.
Ich glaube, Pony ist das Einzige, was mit einem Level 10 König fertig werden dürfte. So. Noch eine Kanone weg. Jetzt mache ich hier die direkt beim Eingang weg. So. Jo. So. Die da auch noch weg. Und da sind auch schon Blitzfallen. Also der Eingang ist verdammt gut bewacht. So. Seid auf ewig verflucht, Kräfte des Bösen. Ihr werdet niemals in die Oberwelt gelangen. Und der König macht schon einen auf dicke Lippe. So, die Kanone noch weg. So. Und ab nach Hause mit dir. Und ja, wir haben endlich Platz für ein Casino. Ein Casino und den größeren Trainingsraum. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Und wir können Horny rufen. Dann kann man für uns gleich mal da rein marschieren. Warum auch immer von da jetzt ein ganzer Pack Riesen kommt. Können wir uns hier irgendwo reingraben? Wo landen wir denn da? Okay, da landen wir irgendwo in nirgendwo. Euer Casino ist zu klein. Hä, ich hab das doch riesengroß gemacht. Naja, ich brauche ein paar Imps, die die Wände befestigen für mich. Es prügelt sich Horny da mit Riesen. Also es ist auch doof. Gucken wir uns nochmal den direkten Weg rein an. Ja, das ist eigentlich der beste Weg. So gesehen. Ich muss hier rein. Ich muss an den ganzen Heldenportalen vorbei. Weil da ist der König, gell? Yep. Ah, und na komm, weg mit dir, Horny. Eine verlorene Seele ist in euren Dungeon gekommen. Oh nein, sie ist gerade wieder rausgerannt. Das mit den Riesen da gerade eben war jetzt sowas von unnötig. Ganz ehrlich, musste sowas sein. Musste das unbedingt sein. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich volles Mana habe, um Horny nochmal rufen zu können. Aber ja, wenigstens habe ich Ruhe vor den drei Heldenportalen. Die ich da hatte. Die Schlacht in der Arena ist vorbei.